Was genau ist eigentlich mit Regulus Arcturus Black passiert und wo genau ist seine Leiche? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video geht es um Regulus Black und das Geheimnis seines Verbleibs. Viele von euch erinnern sich sicherlich daran, wie Harry und Hermine das vermeintliche Medaillon von Slytherin öffnen, nur um festzustellen, dass eine Person namens RAB das echte Medaillon bereits gefunden und geschworen hatte, es zu zerstören. Diese Person war Regulus Arcturus Black, der ehemalige Todesser und jüngere Bruder von Sirius Black. Regulus war anfangs ein treuer Anhänger des Dunklen Lords, doch er vollzog einen radikalen Wandel und schwor, alles zu tun, um Voldemorts Machenschaften zu stoppen. In diesem Video möchte ich über zwei Dinge sprechen. Erstens, wie Regulus sich von seiner anfänglichen loyalen Position zum Dunklen Lord abwandte, und zweitens, warum seine Leiche niemals gefunden wurde und wie lange es dauerte, bis überhaupt jemand merkte, dass er tot oder vermisst war. Regulus war der jüngste Bruder von Sirius Black, was bedeutet, dass sie in derselben Familie aufwuchsen. Obwohl sie sich nahe standen, gab es eine große Differenz zwischen ihnen, die Einstellung zur Blutsreinheit der Familie Black. Die Familientradition bestand darin, die Blutlinie reinzuhalten und sie nicht mit Muggeln oder Muggelgeborenen zu vermischen. Die Blacks würden sich nicht einmal mit jemandem unterhalten, der ihrer Meinung nach nicht würdig war. Diese Ansichten wurden den Brüdern von ihren Eltern eingetrichtert, doch sie reagierten völlig unterschiedlich darauf. Sirius war völlig gegen den Glauben seiner Eltern und seiner Familie, während Regulus anfangs auf der Seite seiner Familie stand. Sirius zog daher im Alter von 16 Jahren zu seinem besten Freund James Potter und dessen Familie, um der Ideologie seiner Familie zu entkommen. Nachdem Sirius aus dem Stammbaum der Blacks gestrichen wurde, tat Regulus genau das Gegenteil. Er wollte seinen Eltern gefallen, sie stolz machen und zur Ideologie der Familie beitragen. Das Problem bei Regulus war, dass er seinen Glaube nicht wirklich glaubte. Er tat im Grunde das, was er dachte, was er tun sollte, anstatt selbst zu überlegen. Regulus wollte mehr als nur dem Glauben der Blacks zu folgen. Er wollte Teil der revolutionären Bewegung sein. Zu diesem Zeitpunkt hörte er von Voldemort, wie viele andere Zauberer, und beschloss, ihm zu folgen. Diese Zauberer, die ihm folgten, waren als die Todesser bekannt, darunter auch seine Cousine Bellatrix Lestrange. Er wurde also ein Todesser, um seine Eltern und allen anderen zu zeigen, dass es Zeit für eine neue, bessere Welt war. Er schwor Voldemort die Treue, erhielt das dunkle Mal und begann seinen lebenslangen Dienst für seinen Meister. Es dauerte jedoch nicht lange, bis der 18-jährige Regulus das Ausmaß von Voldemorts Macht erkannte. Noch wichtiger war, dass er verstand, was passieren würde, wenn er Voldemort im Stich ließ. Voldemort war gnadenlos. Man schloss sich ihm an oder starb. Wer ihn verriet, war des Todes geweiht. Regulus war aus erster Hand Zeuge von Voldemorts Zorn und erkannte schnell, dass sein Meister ein extrem gefährlicher, geistig instabiler Wahnsinniger war. Regulus wurde erwartet, dass er foltert und verstümmelt und tötet. Wer sich seinem Meister widersetzt, bekam genau das ab. Etwas, das Regulus eigentlich nicht tun wollte. Er verlor schnell den Glauben an Voldemort und wünschte sich sogar dessen Untergang. Es wird nicht erklärt, wie er es schaffte, aber Regulus fand heraus, dass Voldemort Horcruxe erschuf und dass das Medaillon von Slytherin einer davon war. Voldemort wollte den Schutz seines Horcruxes an Creature, dem Hauselfen der Blacks, testen. Er wollte sehen, wie effektiv seine Sicherheitsmaßnahmen waren, berücksichtigte jedoch nicht, dass Elfenmagie anders funktionierte als die der normalen Zauberer. Creature konnte entkommen und berichtete Regulus von seinen Erkenntnissen. Regulus beschloss daraufhin, seine Rolle als Todesser aufzugeben und das Medaillon von Slytherin zu stehlen. Leider konnte Creature Regulus bei dem Versuch, das Medaillon zu stehlen, nicht retten. Regulus konnte die Höhle nicht durch die Magie verlassen und war geschwächt, nachdem er Voldemorts Trank getrunken hatte. Der bloße Kontakt von Regulus mit dem See in der Höhle löste die Falle aus. Er kämpfte so gut er konnte und schaffte es, Creature das Medaillon zu geben und ihm zu sagen, er solle es zerstören, bevor er von den Inferi in den Tod gezogen wurde. Aus diesem Grund wurde die Leiche von Regulus Black nie gefunden. Harry nimmt zu Recht an, dass er von den Inferi in den Tod gezerrt wurde. Was viele jedoch nicht bedenken, ist, dass wenn man von den Untoten geholt wird und stirbt, man selbst zu einem von ihnen wird. Das ist höchstwahrscheinlich mit Regulus passiert. Ich glaube sogar, dass der Trank, den man trinken muss, kein Zaubertrank war, sondern einfach das Wasser aus dem umliegenden See. Ich denke, der ganze See ist vergiftet, und wenn eine Person davon trinkt, wird sie zu einer der Kreaturen, die sie in die Tiefe gezogen haben. Voldemort ging nicht extra in die Höhle zurück, um die Leichen zu überprüfen und sich selbst zu überzeugen.
Ich glaube, der See funktioniert wie eine Art Tentakelsystem, in dem dunkle Magie das Wasser durchdringt, das durch den Körper der Leichen fließt. Das belebt die Leichen ähnlich wie ein elektrischer Strom, aber in diesem Fall natürlich magisch. Die Inferi bewegen sich dann mit dem Ziel, alles anzugreifen, das den See durch Berührung stört. Diese Theorie erscheint mir tatsächlich sinnvoll. Es scheint möglich, dass Regulus Black, der Junge, der den Dunklen Lord aufhalten wollte, einer derjenigen war, die Harry Potter im sechsten Teil angegriffen und versucht haben, ihn in die Tiefe zu reißen, so traurig das auch klingt. Es ist wirklich tragisch, sich vorzustellen, dass Regulus Black, der einst mutige junge Mann, der sich gegen Voldemort stellte, selbst zu einem Inferi geworden sein könnte und damit gegen seine eigenen Prinzipien und Ziele gehandelt hat, wenn auch unfreiwillig. Diese Vorstellung verleiht der Geschichte eine noch tiefere Ebene der Tragödie und des Opfers. Die Theorie, dass der See und der Trank eine Art zusammenhängendes System der dunklen Magie darstellen, ist plausibel. Wenn man bedenkt, wie Voldemort stets bestrebt war, seine Geheimnisse und Sicherheitsvorkehrungen so undurchdringlich wie möglich zu gestalten, wäre ein solch komplexes und schreckliches Schutzsystem ganz in seinem Stil. Der Trank, der getrunken werden muss, um an das Medaillon zu gelangen, könnte tatsächlich mit der dunklen Magie des Sees verbunden sein, wodurch jeder, der ihn trinkt, den gleichen Tod durch die Inferi erleidet und sich ihnen anschließend in einem untoten Zustand anschließt. Eine interessante Überlegung ist, wie Voldemort selbst sich gegen die Gefahren der Inferi schützte, als er das Medaillon versteckte. Da er ein Meister der dunklen Künste war, hätte er sicherlich Wege gefunden, sich selbst vor den Effekten des Sees und den Inferi zu schützen. Vielleicht besaß er einen Zauber oder ein Artefakt, das ihn vor diesen Gefahren bewahrte. Oder er war einfach in der Lage, die Inferi durch seine überlegene magische Macht zu kontrollieren. Die Bedeutung von Regulus Opfer. Regulus Opfer ist ein zentraler Punkt in der Geschichte. Obwohl er anfangs ein Anhänger von Voldemort war, zeigte er schließlich Mut und moralische Integrität, indem er sich gegen den dunklen Lord stellte. Sein Tod und seine Transformation in einen Inferi machen seine Geschichte umso ergreifender, da sie zeigen, dass selbst diejenigen, die in die Dunkelheit abgedriftet sind, sich am Ende für das Gute einsetzen können und entscheiden können. Und das war es auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn ja, würde ich mich selber einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir gerne in die Kommentare. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.